herzlich willkommen und guten Morgen allerseits. In unserem heutigen Webinar möchten wir näher darauf eingehen, warum Geschwindigkeit der Nummer 1 Erfolgsfaktor im B2B E-Commerce ist. Und bevor wir starten, hätte ich noch ein paar organisatorische Hinweise. Das Webinar wird wie immer aufgezeichnet und im Anschluss allen Anmeldern zur Verfügung gestellt. Und sollten während des Webinars Fragen aufkommen, dann nutzen Sie gerne das Fragentool von GoToWebinar. Wir haben am Ende einen kurzen Fragenslot eingebaut und da können wir bestimmt auf einige Fragen näher eingehen. Alle Fragen, die wir im Rahmen dieses Fragenslots nicht beantworten können, werden auf jeden Fall im Nachgang per Mail beantwortet. Freuen Sie sich also nicht, dieses Angebot zu nutzen und alle Fragen zu stellen, die so im Verlauf der Session aufkommen. So viel dazu. Ich würde sagen, wir starten direkt und steigen mit einer kurzen Vorstellungsrunde ein. Mein Name ist Samantha Wettach und ich bin E-Commerce-Consultant bei FactFinder. Innerhalb unseres Consulting-Teams betreuen wir Kunden bezüglich ihrer E-Commerce-Strategie rund um das Thema Customer Journey, aber auch in Bezug auf den optimalen Einsatz von FactFinder. Ich war vorher 5 Jahre bei der IBM tätig und komme somit von Haus aus dem B2B, weshalb ich mich ganz besonders freue, das heutige Webinar gemeinsam mit Michael Türk durchführen zu dürfen. Michael, möchtest du dich auch kurz vorstellen? Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Michael Türk. Ich bin bei uns, ich leite bei uns das Pre-Sales und Consulting Team. Bin quasi, ja, das Gleiche, was ihr mit FactFinder macht, mache ich mit Spryker. Wir erklären mit Kunden, wie man meistens auch B2B-Projekte mit Spryker auf die Straße bekommt. Ja, und freue mich heute, ja, gemeinsam mit dir über das Thema auch sprechen zu dürfen. Ja. Ja, super. Dann starten wir doch direkt. Dankeschön, Michael. Ja, genauso wie in sämtlichen Bereichen unseres alltäglichen Lebens haben Technologien einen massiven Einfluss. Und den haben sie eben auch im B2B. Und ja, zwar halten sich viele Unternehmen an den analogen Kanälen noch ein bisschen fest und machen das recht tapfer, aber wir brauchen uns nichts vorzumachen. Faxgeräte und alles, was da noch so dazugehört, werden nach und nach durch neueste Technik ersetzt, um nicht zu sagen verdrängt. Und das merkt man dementsprechend ja auch in der Beschaffung und durch die veränderte Art und Weise und die veränderten Anforderungen unserer Kunden. Und das ist somit also ein Trend, den man definitiv mitgehen muss, wenn man wettbewerbsfähig sein will und das eben auch oder gerade im B2B. Und um da einfach nochmal näher auf das Potenzial des B2B einzugehen, möchte ich auf das folgende Diagramm schauen. Das ist von Arthur D. Little. Arthur D. Little ist eine renommierte Unternehmensberatung und Arthur D. Little hat 2017 ermittelt, wie der B2B E-Commerce in Deutschland wächst bzw. wachsen wird. Dabei hat die Beratung die Entwicklung zwischen 2012 und 2014 ermittelt und das dann als Basis genommen, um die Entwicklung bis in dieses Jahr hochzurechnen. Und die kommen für 2019 eben auf 46,3 Milliarden Euro. Und prozentual bedeutet das, dass der B2B E-Commerce im Schnitt um 15% wächst. Und somit wächst B2B E-Commerce auch wesentlich stärker als B2C Commerce. Da liegt das Wachstum nämlich ungefähr bei 7%, wenn man den Statistiken Glauben schenken darf. Und in diesem Kontext geht es vor allem um Websites, Marktplätze und aber auch klassische Online-Shops. Nun ist es ja so, dass man im B2B in einem hochkomplexen Geschäftsfeld agiert. Doch was wäre dieses Geschäftsfeld ohne Wettbewerb? Und um das zu verdeutlichen, habe ich auch noch mal eine kleine Story mitgebracht. Und die ist von unseren Freunden Amazon. Und zwar geht es hier darum, wie Amazon die Buchbranche in den USA disruptiert hat, wie man so schön sagt. Alles hat 1995 damit begonnen, dass Jeff Bezos eine Online-Buchhandlung gegründet hat. Und das ist eben das, was wir als Amazon.com kennen. Und so nahm das mit Amazon seinen Lauf, bis 2007 der Kindle E-Reader gelauncht wurde. Und mit dem Kindle hatten Kunden jetzt die Möglichkeit, alle New York Times Bestseller für $9,99 zu erwerben. Zusätzlich ermöglicht das Kindle E-Book Publishing Autoren die Veröffentlichung von Büchern direkt über den Kindle Store.
wodurch Amazon eben auch wieder seine Reichweite deutlich ausgebaut hat. Und ein Unternehmen, das unter dieser Disruption sehr stark gelitten hat oder so stark gelitten hat, dass es sich nicht mehr am Markt halten konnte, das war eben die Borders Group. Die Borders Group war ein internationales Buchhandelsunternehmen und war nach Barnes & Noble damals die zweitgrößte Buchhandelskette in den USA. Und eine maßgebliche Ursache für diese Insolvenz war eben die hohe Nachfrage nach E-Books. Und das war eine Entwicklung, bei welcher die Borders Group einfach damals nicht mitgekommen war. 2015 hat Amazon dann zusätzlich zum Online-Geschäft auch Fuß im stationären Handel gefasst und hat seine ersten Buchhandlungen eröffnet. Und hinzu kam dann auch noch, dass Amazon Autoren irgendwann ermöglichte, die vollständige Abwicklung von analogen Büchern über sie wahrzunehmen. Also Amazon hat angefangen, quasi als Verleger zu agieren, was natürlich für viele Verleger wieder ein massiver Eingriff ins Business war. Also das heißt, man konnte alles machen, Bücher drucken und so weiter. Alles, was der Verleger eben übernimmt, konnte Amazon auch. Und so verkaufte Amazon bereits ein Jahr später 45,5% aller analogen Bücher und ca. 75% aller E-Books in den USA, was seither einen starken negativen Einfluss auf die Erlöse von Barnes & Noble hat, wie wir hier rechts an dem Diagramm sehen. Nun stellt Amazon inzwischen aber nicht nur eine Gefahr für den B2C dar, sondern Amazon fasst inzwischen auch Fuß im B2B-Bereich und das tut es eben über Amazon Business. Amazon Business wurde 2015 gelauncht und hat bereits 3 Jahre später 10 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht, also letztes Jahr. Und das ist nun wirklich keine geringe Summe, von der wir hier sprechen. Dieses Jahr wurde zusätzlich Amazon Commercial gelauncht. Das ist eine Eigenmarke für gewerbliche Verbrauchsartikel. Und das wirkt zunächst mal recht unscheinbar, weil hier beispielsweise Klopapierrollen und Papierhandtücher angeboten werden. Das ist aber eine Entwicklung, die nicht unterschätzt werden sollte. Denn laut Expertenmeinung steckt hier tatsächlich die größte Attacke auf Spezialanbieter für gewerblichen Bedarf dahinter. Also wirklich alle Alarmsignale sind an. Und was bei all dem das Erfolgsrezept von Amazon ist, ist ganz grundsätzlich eben diese einfache Abwicklung und Geschwindigkeit. Und aus dem Grund habe ich auch dieses Diagramm nochmal mitgebracht. Hier geht es darum, dass Einkäufer bewerten sollten, was für sie besonders wichtige Faktoren sind, wenn sie Dinge beschaffen. Und wenn wir mal auf die obersten Zahlen schauen, sehen wir hier, dass ganz deutlich Geschwindigkeit und Effizienz gewinnen. Das heißt, die Einkäufe müssen schnellstmöglich vollzogen werden und der Shopbetreiber sollte am besten sicherstellen, dass das funktioniert, indem er eben dafür sorgt, dass seine Kunden sich einfach und schnell im Online-Shop zurechtfinden. Also auch wieder dieses Thema Customer Journey und das Thema Convenience. Und was man im Kontrast dazu auch ganz gut hier sehen kann, ist die Priorität des Preises gegenüber eben diesem praktischen und schnellen Einkauf. Wir sehen hier, das ist an der dritten Stelle, günstiger Preis. Und hier sieht man, dass die Anzahl der Leute, denen günstiger Preis wichtig ist, im direkten Vergleich zu praktisch und schneller deutlich geringer ist. Das heißt also für mich als B2B-Händler, dass Unternehmenskunden durchaus bereit sind, mehr zu bezahlen, wenn sichergestellt wird, dass die Customer Journey möglichst reibungslos abläuft. Und ich glaube, dass das einfach ein Faktor ist, der wichtig ist zu berücksichtigen, weil hier einfach das Thema ins Spiel kommt, dass der Einkäufer, der vor seinem Rechner sitzt bei der Arbeit und Sachen gewerblich bestellt, am Ende des Tages eben auch ein Kunde ist, der in einem B2C-Online-Shop einkauft und deshalb die Convenience des B2C gewohnt ist. Und das ist so ein Verhaltensmuster, das baut man einfach so auf und dann ist das eine Erwartungshaltung, mit der ich eben auch in den B2B-Shop gehe und wo das Frustrationspotenzial extrem hoch ist, wenn ich da einfach in meinen Erwartungen enttäuscht werde. Das sehe ich schon hundertprozentig genauso.
Ich glaube aber, dass die Erwartungshaltung ist durchaus eine andere als im B2C, ja, weil die Leute einfach in einer anderen Situation sind. Aber niemand von uns und niemand hier im Webinar, ich meine, die ganzen Zuschauer hier im Webinar haben natürlich auch jeweils die Herausforderung, dass sie ihre Zeit effizient nutzen müssen. Niemand von uns hat zu viel Zeit, ja, und Ja. dementsprechend geht es hier darum, dass man als Anbieter eines solchen Shops muss man eigentlich mit der Mission antreten, dass man seinen Kunden das Leben ein Stück weit einfacher und effizienter gestaltet. Und wenn man das schafft, dann ist der Preis nicht mehr so relevant, weil für den Kunden wichtiger ist, dass die Maschine nicht steht, ja, weil irgendwie irgendwas kaputt ist, weil sie sicher sein müssen, dass sie das richtige Ersatzteil kaufen, weil sie sicher sein müssen, dass es in der möglichst kurzer Zeit geliefert wird und so weiter und so fort. Und das ist auch so ein Stück weit das, was uns Amazon gelehrt hat. Da geht es nicht darum, dass sie den schönsten Online-Shop haben, da geht es nicht darum, dass sie die beste Personalisierung haben, da geht es auch nicht darum, dass sie den niedrigsten Preis haben, sondern es geht darum, dass ich einfach auf jeden Fall weiß, dass wenn ich da bestelle, dann kann ich da dem vertrauen, es wird kommen in der entsprechenden Zeit. Und wenn ich ein Problem habe, dann kann ich ohne irgendwas die Bestellung auch retournieren. Also das sind einfach Dinge, die ich im B2C gelernt habe und mittlerweile im B2B einfach auch viel, viel, viel relevanter sind. Ja, genau so ist es. Danke, Michael. So, jetzt haben wir und jetzt habe ich Ihnen viel über den Handlungsbedarf im B2B-E-Commerce mitgeteilt. Und ich glaube, das ist auch gerade ganz nochmal ganz deutlich geworden aus der Message, die Michael uns gerade mitgegeben hat. Und wir haben auch das Thema Geschwindigkeit eben erwähnt, gerade auch eben in Bezug auf das Diagramm, das wir zuletzt angeguckt haben. Und deshalb möchte ich jetzt zum spannendsten Teil dieses Webinars kommen. Wir möchten Ihnen nämlich nachfolgend 6 Wege für mehr Geschwindigkeit im B2B-Commerce aufzeigen. Die erste Möglichkeit, die ich Ihnen diesbezüglich vorstellen möchte, ist die Vereinfachung von Wiederbestellungen. Und das erreichen wir mit vielen unserer Kunden, beispielsweise über den Predictive Basket. Der Predictive Basket ist eine KI-Lösung, mithilfe derer 75% des Warenkorbs vorhersagbar sind. Und das tut diese Lösung oder das tun wir mit dieser Lösung, indem einfach verstanden wird, welche Produkte in welchem Rhythmus gekauft werden und dementsprechend im Warenkorb, auf der Startseite oder wo auch immer, dem Kunden vorgeschlagen werden, um ihn quasi daran zu erinnern. Also jetzt mal um ein Beispiel zu nennen, ne? Ich habe einen Kunden, der kommt aus dem Gastrobereich, kauft alle 2 Wochen 50 Milliliter Sahne. Jetzt sind wieder diese 2 Wochen, er kauft ein, vergisst die 50 Milliliter Sahne. Der Predictive Basket versteht das und schlägt das dann an entsprechender Stelle vor und der Kunde kann das Produkt dann einfach in den Warenkorb legen. Also wir beziehen uns hier auf die Kaufhistorie und verstehen, welchen Bedarf der Kunde hat, um ihn einfach daran zu erinnern, was er vielleicht noch kaufen würde in diesem Abstand. Und jetzt bin ich schon in Richtung Sahne und Gastro gekommen und da gibt es einen ganz tollen Kundencase, auf den ich in diesem Kontext noch mal ein bisschen näher eingehen möchte. Und den liefert uns die Kastner Gruppe. Oh ja, ich habe 50 Milliliter Sahne gesagt. Ich meinte 50 Liter. Machen wir weiter mit der Kastner Gruppe. Die Kastner Gruppe ist ein Lebensmittelgroßhändler aus Österreich, der unter anderem Hotellerie und Gastronomie beliefert. Und im Fall von Kastner wird der Predictive Basket so eingesetzt, dass er auf personalisierter Ebene den spezifischen Bedarf eines Kunden versteht. Diese Produkte, die dem Kunden vorgeschlagen werden, werden dem Kunden im Warenkorb vorgeschlagen. Und das passiert, indem der Predictive Basket versteht, welche Produkte bereits im Warenkorb sind und welche Produkte grundsätzlich im Warenkorb wären in diesem spezifischen Zeitraum oder zu diesem spezifischen Zeitpunkt. Und wenn da eine Differenz entsteht, dann wird diese Differenz an Produkten einfach im Warenkorb als Vorschlag an den Kunden ausgespielt. Das heißt also, der Kunde wird an die Produkte erinnert, welche er für gewöhnlich in diesem Zeitraum oder zu diesem Zeitpunkt noch erwerben würde und hat dann die Möglichkeit, die einfach zusätzlich im Warenkorb zu platzieren, wenn da wirklich der Bedarf dafür da ist. Was bedeutet das nun für Kastner? In der Folge ist es bei Kastner jetzt so, dass im Schnitt 2 Produkte mehr im Warenkorb landen.
Zusätzlich wird der telefonische Kundenservice entlastet, da Kunden jetzt eben nicht mehr anrufen, weil sie vielleicht vergessen haben, ein Produkt nachzubestellen, sondern sie werden durch den Predictive Basket dran erinnert. Und da kommt auch eben wieder dieses Thema Geschwindigkeit rein, ne? Ich habe ganz oft, gerade im Gastrobereich, vielleicht Leute, das sind keine klassischen Einkäufer, für die ist Einkaufen Mittel zum Zweck. Gehen da schnell an den Laptop, an den Computer, wie auch immer, bestellen die Sachen, aber deren Hauptaufgabe ist Kochen. Und da kann es einfach mal passieren, dass in der Routine was verloren geht, ne? Und da holt Kastner einfach seine Kunden ab. Ein zweiter Weg, um Geschwindigkeit im B2B E-Commerce sicherzustellen, gelingt schlicht und ergreifend dadurch, dass man die Suche nach Artikeln beschleunigt. Und hier liefert FactFinder Next Generation unterschiedlichste Möglichkeiten. Dabei ist FactFinder Next Generation nicht einfach ein Update unserer Software. Stattdessen wurde der Softwarekern mit modernster Technologie von Grund auf neu entwickelt. Und die Software ist somit in der Lage, inzwischen 100-mal schneller nach Produkten zu suchen, bzw. die passenden Artikel für ihre Kunden zu finden und kann dabei auch komplexe Pricing Policies abbilden. Also das kennt man gerade aus dem Omnichannel und aus dem B2B-Bereich, dass man da eben je nach Filiale oder je nach Kunde individuelle Preise abbilden muss. Und das können wir eben über FactFinder Next Generation sicherstellen. Dabei kann außerdem auch Dropshipping und Marktplätze unterstützt werden. Das heißt, es ist absolut kein Problem, Produkte zu berücksichtigen, die von Lieferanten und oder Großhändlern an ihre Kunden versendet werden. Ein weiterer großer Vorteil, den uns die Engine hier liefert, ist, dass sichergestellt wird, dass gute Suchergebnisse geliefert werden, auch wenn die Produktdaten nicht ganz optimal sind. Und das rührt einfach daher, dass sie aus diversen Projekten wissen, wie schwierig es oft ist, historisch gewachsene Daten von unterschiedlichen Lieferanten unterschiedlich abgebildet werden, sauber bereitzustellen. Und somit schaffen wir hier mithilfe der Software ein paar Workarounds, um einfach das meiste aus den Daten rauszuholen. Beziehungsweise aus dem Datenwust, wenn ich das mal so böse formulieren darf. Und wir holen das meiste aus ihren Daten ganz unabhängig der Sprache raus. Das heißt, wir unterstützen nicht nur deutschsprachige Online-Shops, sondern sind in der Lage, auch unseren patentierten WorldMatch-Kern oder unter Einsatz unseres patentierten WorldMatch-Kerns sind wir in der Lage, unterschiedlichste Sprachen abzubilden. Also wir kommen auch mit Chinesisch klar und können auch die unterschiedlichsten Dialekte berücksichtigen. Und dann haben wir ja gerade auch im B2B häufig den Use Case, dass eben nicht nur nach Produktbezeichnungen gesucht wird, sondern Artikelnummern eine wichtige Rolle spielen. Und auch damit kommt FactFinder zurecht, der ja eigentlich, oder das FactFinder ist ja eigentlich eine sprachbasierte Software, aber wir haben einfach diesen Bedarf festgestellt und deshalb ist es auch gar kein Problem, diverse Artikel und Herstellernummern und so weiter bei der Suche zu berücksichtigen, um eben diese optimalen Suchergebnisse auszuspielen, ihre Kunden schnellstmöglich zum richtigen Suchergebnis führen. Und dann gibt es da eben noch das Thema Kundenberatung in Online-Shops. Und hier geht es vor allem darum, Kunden abzuholen, die vielleicht nicht seit 30 Jahren im Einkauf arbeiten und denen jedes kleine Detail hochkomplexer Produkte bekannt ist, sondern hier sprechen wir ganz gezielt die Leute an, die vielleicht neu in ihrer Rolle sind, noch nicht zu 100% wissen, was sie brauchen und deshalb Beratung benötigen. Und wir sprechen eben auch die Leute an, über die ich eben gesprochen habe, die Leute, für die dieses Einkaufen im Job eigentlich nur Mittel zum Zweck ist. Die brauchen einfach ein paar Produkte, um ihre Arbeit machen zu können, wollen sich damit aber nicht groß auseinandersetzen und haben auch nicht die Zeit, sich tief in Produktdetails einzulesen und sich damit auseinanderzusetzen. Deshalb hat Online-Beratung in dem Sinne am meisten Potenzial, wenn es um Produkte geht, mit vielen Varianten oder Ausstattungsoptionen, ne, wie man das vielleicht von Fahrzeugen kennt, oder aber auch bei hochpreisigen Produkten, die erklärungsbedürftig sind. Genauso wie bei Produkten, die viele Kriterien erfüllen müssen. Oder eben auch der Use Case, dass man ein Produkt hat, das sehr generisch bezeichnet ist und wo man dann erstmal 1800 Produkte ausgespielt kriegt. Und da kommt es oft mit, dass die Filter für einen Laien viel zu komplex sind. Und dann kann man einfach
paar kluge Fragen stellen, die nichts anderes tun, als diese Filter in eine einfache Sprache zu übersetzen, um die Leute zu den richtigen Produkten zu leiten. Und dann ist das quasi, funktioniert die Beratung im Online-Shop oder die Beraterkampagne wie ein Entscheidungsbaum. Ne? Ich habe eine Frage, ich habe wie in diesem Fall 3 Antworten und hinter jeder Antwort verbirgt sich ein Produktset. Und jetzt kann ich noch ganz viele Fragen nachlagern und je mehr Fragen ein Kunde beantwortet, desto spezifischer wird einfach das Produkt, das ausgespielt wird. Und anstatt 1800 Produkte auszuspielen, kommt der Kunde so durch die Beantwortung von 3 bis 5 Fragen vielleicht zu den 20 Produkten, die wirklich interessant und wirklich relevant für ihn sind und das ohne komplexes Sachverständnis mitbringen zu müssen. So, Michael, das waren jetzt 3 Möglichkeiten für mehr Geschwindigkeit im B2B-E-Commerce. Welche gibt es denn noch? Ja, ich würde jetzt gerade nochmal bei dem hier ansetzen. Also eine Geschichte, die da so ein Stück weit mitschwingt, ist, dass man im B2B in der Regel ja auch mehr als eine Person ansprechen darf. Ja, also wenn ich die Statistik richtig im Kopf habe, dann sind bei einer durchschnittlichen B2B-Bestellung im Schnitt 2,9 Personen beteiligt. Ja, und dementsprechend ist nicht nur der Einkauf zu adressieren, sondern eben auch andere Leute, ja, also meinetwegen derjenige, der in dem Fall den Hubwagen betreut, ja, und jetzt ist irgendwas defekt oder sie brauchen einen Verschleißteil oder sie möchten eben einen neuen Hubwagen haben. Und meistens ist derjenige, der die initiale Suche durchführt, nicht derjenige, der nachher den eigentlichen Kaufprozess betreut. Und dann gibt es vielleicht noch eine dritte Person, die das Ganze abnicken muss. Ja, und das ist auch eine Geschichte, wo es nicht mehr rein darum geht, wie früher stupide 2 Millionen Produkte aufzulisten, sondern tendenziell sollte man gucken, dass man das Ganze auch ein Stück weit kontextbezogen machen kann. Und da kommen wir gleich zu Punkt 4. Und ich finde, der Übergang zwischen 3 und 4 ist durchaus fließend. Wenn du kurz einmal klicken würdest. Samantha, ja, vielen Dank. Ich finde, das Thema ist natürlich irgendwie im B2C, es ist kalter Kaffee. Ja, wir nutzen unser Telefon für alle möglichen Dinge. Im B2B habe ich den Eindruck, dass das Thema immer noch relativ klein gespielt wird. Ja, das Smartphone ist aber definitiv auch im B2B angekommen, weil ja die Penetration der Smartphones für jedermann in Deutschland liegt irgendwie jenseits der 80-90%. Ich kenne viele Leute, die eben 2 Smartphones besitzen, 1 für private und 1 für geschäftliche Nutzung. Und wenn man jetzt gerade das Smartphone denkt, ja, das ist ja nicht nur in Anführungsstrichen ein mobiler Browser, sondern das ist tendenziell ja viel mehr als das. Ja, ich weiß genau, wo befindet sich der jeweilige Mitarbeiter gerade. Dieses Gerät ist ständig online. Und vielleicht kann man, wenn man das intelligent baut, ja, vielleicht auch im Rahmen von einer nativen App oder vielleicht auch als Chatbot, also es geht ja nicht nur um Webseiten, sondern es geht auch um andere Formen der Kommunikation, dann kann man vielleicht 2, 3 von den Fragen, die du gerade eben genannt hast, beantworten, ohne sie überhaupt gestellt zu haben. Ja, weil ich einfach weiß, neben welcher Maschine der Kunde gerade steht, weil ich weiß, wer diese Person ist, was dessen Aufgabe ist, etc. pp. Und ja, sowohl in der Kaufanbahnung kann das natürlich verwendet werden, als auch in der späteren Kommunikation. Ja, also da lassen sich sehr, sehr viele Dinge nutzen, die über das hinausgehen, was man normalerweise am Rechner so tun kann. Nummer 5 geht so ein bisschen in die Zukunft. Ja, da geht es so ein bisschen weiter. Ja, der nächste Schritt wäre dann, einfach dafür zu sorgen, dass Intelligenz in verschiedene Kontextzusammenhänge mit eingebaut werden. IoT ist ja mittlerweile, ich glaube, das hat 2002, als ich begonnen hatte zu studieren, war das schon ein Thema in der Uni. Mittlerweile merke ich schon, dass das durchaus auch Anwendung findet. Ja, über viele Jahre wurde dann nur drüber geredet und keiner hat es wirklich umgesetzt. Ich denke vor allem, dass es, also aus heutiger Sicht gibt es vor allem 2 Use Cases, und zwar einmal die Intelligenz im Lager. Ja, also hier haben wir es immer angedeutet, dass man intelligente Lagerstellen hat, und diese Lagerstellen sind mit entweder optischer Überprüfung oder eben mit Gewichtsüberprüfung gesegnet. Und auf Basis von diesen Informationen kann der Kunde quasi
Also kann der Kunde sehen, okay, ja, ich habe noch so und so viel auf Lager und sobald das unter einem bestimmten Wert fällt, wird es automatisch neu bestellt. Wenn man das Ganze in den, jetzt zum Beispiel den Hubwagen integriert, dort quasi so eine Art Predictive Maintenance, wie man das so schön nennt, ja, das Gerät selber hat Sensorik und hat Kommunikations- und so ein Stück weit Intelligenz und funkte dann quasi nach Hause, dass bestimmte Verschleißteile so langsam aber sicher an den Rand ihres Verschleißes kommen, dann wird quasi automatisch diese Kommunikation losgestoßen. Und das ist am Ende des Tages ein Win-Win für alle, weil der Kunde im Lagercase jetzt zum Beispiel das Risiko reduziert, bei seinen wichtigen Produkten ohne Lager dazustehen. Gleich, was die Strategie der Vergangenheit war, ich lege mir einfach mehr auf Lager, was in der Regel aber die Lagerkosten vergrößert. Also dementsprechend er gewinnt und der Anbieter des Ganzen, also derjenige, der das intelligente Lager bestückt, der gewinnt deswegen, weil der Kunde nicht mehr jeden Preis zwingend vergleicht. Im Endeffekt ist es auch so, dass das Produkt, das ich anbiete, ein ganz anderes ist. Ja, es geht nicht mehr darum, hundertprozentig der billigste am Markt zu sein, sondern ich verkaufe hier im Endeffekt nicht mehr nur Schrauben oder solche Dinge, sondern eben die Serviceleistung, dass ich garantiere, dass die Produkte immer in entsprechender Menge auf Lager sind. Ja, und die Logistik hinten dran. Und dann ist der Preisaufschlag gegebenenfalls auch gerechtfertigt. Am Ende des Tages aber, und da sind wir beim sechsten Punkt, darf man nicht vergessen, dass wir uns im B2B befinden. Dementsprechend sollten wir nicht vergessen, dass bestimmte Prozesse als Notwendigkeit erachtet werden. Ja, ich habe ja mal ein paar Sachen aufgelistet. Request for Quote. Ich möchte nicht bestellen, sondern ich muss aus Verpflichtung drei Angebote einholen. Also gib mir doch bitte ein Angebot. Ich möchte mein Procurement-Software, die ich teuer eingeführt habe, auch nutzen. Ja, ich bin groß als Kunde und möchte dementsprechend über so eine Einkaufsplattform das Ganze reinholen. Also sollte deine Plattform das auch unterstützen. Ich möchte nicht, ich habe eine große Menge von Produkten. Ich möchte nicht da ewig eingeben. Auch wenn wir so eine SKU-Suche haben, ist es trotzdem ein größerer Aufwand, als wenn ich einfach meine Bill of Material hochladen kann und das System macht automatisch die Abbildung von dem, was ich mir da erwarte. Ja, ich möchte einen Schnellwarenkorb haben, hast du gerade eben schon genannt, ja, um den schnell zu bestücken. Ich möchte aber auch in der Lage sein, eben diese Bestellfreigabe durchzuführen, die wir hier mal so ein bisschen angedeutet haben. Ja, vorhin habe ich es ja gesagt, wir haben jetzt den Mechaniker zum Beispiel oder den Lageristen, der sein Hubwagen benutzt und der merkt jetzt, ich brauche einen neuen Hubwagen zum Beispiel. Jetzt geht es an eine andere Person, die das Ganze aus technischer Sicht freigibt. Und dann gibt es vielleicht noch eine dritte Person, die das Ganze aus Business-Sicht freigibt oder eben ablehnt. Und in der Vergangenheit ist es ja oft so passiert, dass man einen Warenkorb bestückt, ausdruckt, dem jeweilig anderen auf den Tisch legt und dann wird es entweder per Fax bestellt oder die zweite Person oder ja, wie auch immer die Sekretärin der zweiten Person gibt die Bestellung gerade nochmal neu ein. Ja, das ist natürlich nicht effizient. Effizienter wäre, und deswegen habe ich es hier einmal exemplarisch dargestellt, wie das bei Spryker so aussieht. Dann bekomme ich quasi ein Approval Request am Anfang und das passiert alles auf der Plattform. Der jeweilig Freigebende bekommt eine Notifikation, meistens per E-Mail, kriegt da einen Link, klickt da drauf, sieht dann quasi nochmal schön fein, säuberlich, übersichtlich, was er denn bitte freigeben möge. Und kann dann da entsprechend reagieren. Und auch sowas wie kundenspezifische Preise, ja, das ist auch so eine Geschichte. Viele Player da draußen, die sagen, wir können in dem Katalog keine kundenspezifischen Preise anzeigen, weil es so kompliziert und so weiter ist. Das halte ich für ziemlich zentral in dem Ganzen, weil am Ende des Tages wird ja niemand online bestellen, wenn er genau weiß, dass wenn er den Telefonhörer in die Hand nimmt, kriegt er sofort 15% Rabatt. Ja, also dementsprechend sind das absolut notwendige Dinge. Und wie gesagt, viele Unternehmen tendieren halt oft dazu, das alles im ERP abbilden zu wollen und so weiter. Und das ist aus meiner Erfahrung eine Geschichte, die man stark abwägen muss. Natürlich möchte man nicht alles neu bauen, aber mitunter ist es so, dass die Integration dieser Bestandssysteme die Aufwände oft explodieren lassen. Und da sind wir so ein Stück weit bei der Zugabe.
Ja, des Ganzen. Wir haben 6 angekündigt und wir haben uns gesagt, wir overdelivern jetzt einfach mal und geben noch einen siebten Punkt raus. Und aus meiner Sicht ist das auch eine zentrale Geschichte, die die anderen 6 so ein Stück weit anfeuert. Die Geschwindigkeit, die Time to Market, wenn man so möchte, ist heutzutage für digitale Unternehmen oder für Unternehmen in dieser digitalisierten Wirtschaft die wichtigste KPI. Es geht darum, dass man in hoher Geschwindigkeit diese Plattform entwickeln kann, dass man in hoher Geschwindigkeit neue Ansichten, aber auch Geschäftsmodelle austesten kann. Die Ursache des Ganzen ist diese rasante Entwicklung, dieses rasante auch Lernen der Leute. Die lernen quasi im B2C, wie einfach solche Bestellungen stattfinden können, ja, mit einem Dash-Button oder mit Alexa, mit Voice-Sprachensteuerung. Das sind so Dinge, die erwartet man dann in irgendeiner Zeit auch von anderen. Dann kommt jemand um die Ecke und führt es ein. Auf einmal ist die Branche schon ein Stück weit disruptiert, wie du es gerade eben genannt hast. Ja, und dementsprechend ist halt wichtig zu sagen, solche Projekte dürfen nicht mehr ewig dauern. Live in 100 Kalendertagen ist ein sehr, sehr ambitionierter Ansatz, aber ich bin überzeugt davon, dass alles, was lang, sagen wir mal, länger als 6 Monate dauert, ist riskant. Ja, weil die Frage ist, wie weit hat sich die Welt weitergedreht, seit dem Start des Projektes? Und dementsprechend sollten dann auch nachher immer so 5 bis 10 laufende Wetten, wir nennen das Wetten, ja, weil so ein Stück weit weiß niemand ganz genau, was der Kunde im Detail erwartet, laufen haben, ja, und von denen 5 bis 10 sind dann irgendwie 50% erfolgreich und 50% bestätigen sich eben nicht. Ja, und da muss man halt sukzessive auch neu ansetzen und muss darüber nachdenken, wie können wir näher an den Kunden rankommen, wie können wir den Kunden stärker binden, etc., etc. So, das waren unsere 7. Vielleicht gibt es ja noch 1, 2 Fragen. Hier nochmal alle optisch aufgewertet, in Anführungsstrichen, ja, 6 plus 1 Wege für mehr Geschwindigkeiten, für mehr Geschwindigkeit im B2B E-Commerce. Ja, Wiederbestellung, auch da, ich unterstütze das 100%. B2B ist einfach sehr, sehr wiederbestellungslastig. Dementsprechend ist das zentral. Ja, die Suche der richtigen Artikel ist extrem wichtig. Ja, weil niemand hat Zeit, sich inspirieren zu lassen im B2C. Kundenberatung ist wichtig. Es geht auch nicht nur darum, hundertprozentig den eigentlichen Verkauf zu triggern, sondern eben auch Kaufvorbereitung, oftmals sehr wichtig, wo dann vielleicht auch ein Offline-Kauf getriggert wird. Das Smartphone ist in dem Ganzen wirklich zentral, gerade auch in der Information, die über die eigentliche Webseite hinaus durch das Smartphone geliefert wird. Intelligenz in die Geräte, in die Lager eingebaut, sind aus meiner Sicht auf jeden Fall der nächste Schritt. Ich kenne auch diverse Projekte, die in so eine Richtung gerade laufen. Trotzdem sollte man nicht vergessen, was die Basics sind von B2B. Ja, und ohne die geht es nicht. Ja, das Projekt wird wahrscheinlich nicht funktionieren können, wenn der Kunde dort seine verhandelten Preise nicht findet, wenn er dort seine Freigaben nicht findet, etc. Dann ist es für ihn nicht mehr die Convenience, die es braucht, um sowas erfolgreich zu machen. Und am Ende des Tages Geschwindigkeit als die wichtigste KPI. Und eine Sache möchte ich zum Abschluss noch mitgeben. Ja, das Gute daran ist ja, dass wir uns hier mit FactFinder zusammentun durften. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Mit Spryker und FactFinder kann man eigentlich sofort loslegen, können Sie sofort loslegen, ja, weil diese 7 Punkte, die diese notwendigen Voraussetzungen in Richtung, was brauche ich, um überhaupt loslegen zu können, das liefert Spryker. Die effiziente Suche, die es notwendig macht, um diese Convenience auf die Spur zu bringen, das auch Endgerät unabhängig durchführen zu können, das liefert FactFinder. Und die Architektur des Ganzen, ja, die ist so gehandhabt, dass FactFinder sich einfach sofort nahtlos mit Spryker verbinden lässt, dass Spryker quasi nahtlos auf die Daten aus FactFinder zugreift. Und dann, ja, ist man eben in der Lage, so ein Projekt auch mal in einem sehr, sehr ambitionierten Zeithorizont auf die Straße zu bringen. Das Ja. war's jetzt von meiner Seite. Dementsprechend bin ich gespannt, ob noch viele interessante Fragen aufkommen und gebe zurück an dich, Sam. Ja, super. Danke, Michael. Danke auch nochmal für das schöne Wrap-up am Ende. Ja, Fragen. Wir sind schon ganz leicht über der Zeit, aber vielleicht eine Frage, die ich nochmal an dich geben würde, Michael, die reinkam.
Worauf muss man denn bei einem mobil optimierten B2B-Shop achten? Hast du da ein paar Tipps für unsere Zuhörer? Es ist so eine schöne generische Frage, die sich nicht immer so einfach beantworten lässt. Ich glaube, es ist immer wichtig, sich zu fragen, was ist denn die Erwartungshaltung der jeweiligen Kunden? Ja, wer benutzt denn diese mobile App? Ja, wir können auf der einen Seite sagen, okay, unser wichtigster Kunde oder unsere wichtigste Anspruchsgruppe ist halt Experte, der kennt jede SKU aus dem Kopf, ja. Und für den wäre natürlich irgendwie der Zugang zu dieser SKU-Suche, wahrscheinlich bräuchte man da gar nicht so viel Produktpräsentationen und so weiter und so fort. Während in anderen Situationen die Beratungsleistung halt wichtiger ist, ja. Und ich glaube, natürlich muss so eine mobile App und benutzbar sein, ja, die Elemente sollten übersichtlich gestaltet sein, sollten groß genug sein, um auch sie mit Wurstfingern erfolgreich treffen zu können. Ja, aber am Ende des Tages muss man sich immer fragen, wer ist die Anspruchsgruppe, und es muss genau danach gestaltet sein. Ein schönes Beispiel, es ist kein B2B-Beispiel, sondern eher so B2C. Wenn ich mit meinem Handy auf die ADAC-Seite gehe, und eine halbe Stunde gefühlt nach der Telefonnummer suche, die ich zum Pannenservice brauche, ja, dann hat man gegebenenfalls einen großen Teil der Kunden schon verloren. Das ist leider immer noch Realität. Also das letzte Mal, dass ich drauf geschaut habe, ist es Realität. Und das ist genau der Punkt. Die Seite ist schön gestaltet für mobil und so weiter. Und ich kann dort sehen, welche Services die ADAC anbietet. Ich könnte aber wetten, dass ein Großteil der Leute, die auf diese Seite gehen, erwarten was anderes. Ja, und das sollte man bei jedem dieser Projekte einfach vor Augen halten. Ja, cool, super. Danke auch nochmal für deine Insights und die schöne Antwort auf diese doch relativ generische Frage. Ich bedanke mich auch nochmal bei dir, Michael, dass du heute mitgemacht hast und mir da geholfen hast, noch ein paar Faktoren mehr für die Zuhörerschaft zu liefern. Und bedanke mich auch ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Alle weitere Fragen aus dem Chat beantworten wir auf jeden Fall im Nachgang per Mail. Vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite. Einen wunderschönen Tag an alle. Vielen Dank auch für die Einladung. Und ja, wir sehen uns sicherlich bald auf einem der zahlreichen Events. Auf jeden Fall. Tschüss.